to wake up. Herr Dr. Fedosow, ja. Sie sind Politikwissenschaftler, Jahrgang 51, geborener Russe und haben miterlebt, wie in den letzten Jahrzehnten die deutsch-sowjetischen Beziehungen eigentlich einen schönen Weg vorangeschritten sind. Das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Woran lag das? Ja, das war wirklich eine sehr wichtige und sehr positive Entwicklung. Dass das eine positive Entwicklung gewesen ist, dazu haben zahlreiche Menschen, zahlreiche Aktivisten in Russland und in Deutschland beigetragen. Und vor allem die weisen Politiker in Russland und in Deutschland, die in den 70er Jahren, spätestens in den 70er Jahren, zum Teil noch früher, anerkannt haben, dass ohne freundschaftliche und gegenseitig vorteilhafte Beziehungen zwischen Deutschland und Russland weder das eine noch das andere Land sich auf Dauer konstruktiv entwickeln kann, dass also beide Völker daran interessiert sind. Brücken wurden gebaut und das war eine sehr schwierige Arbeit, denn diese Brücken mussten gebaut werden über die dramatischen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg hinweg. Das war eine schwere Versöhnungsarbeit, die vor allem durch das russische Volk, würde ich sagen, geleistet wurde. Und auch durch viele Enthusiasten in Deutschland, in beiden deutschen Staaten übrigens, zuerst vielmehr in der DDR als in der Bundesrepublik, mitgetragen wurde. Und ich glaube, dass diese Versöhnungsarbeit, die im Laufe von mehreren Jahrzehnten geleistet wurde, auch heute nicht verloren gegangen ist. Denn das gegenseitige Interesse der beiden Völker, die gegenseitige Sympathie der beiden Völker ist nach meiner Überzeugung nicht verschwunden. Sie ist heute nur überschattet. Überschattet durch neue Konflikte, für die die Politiker bis jetzt noch keine Lösung gefunden haben. Auf beiden Seiten Konflikte? Ich glaube, da sind Konflikte, die auf der einen Seite durch die Interessenunterschiede oder durch unterschiedliche Interpretationen der Interessen ins Leben gerufen worden sind. Und auf der anderen Seite dadurch, dass die Weitsicht, die politische Weitsicht, die die Vorgänger besaßen, bei unseren Zeitgenossen, bei den Politikern unserer Generation, nicht immer in der Masse vorhanden ist. Was meine ich konkret? In erster Linie meine ich die Interpretation dessen, was eigentlich 1991 passiert war. Wir in Russland interpretieren die Zerstörung des Sowjetkommunismus als eine Leistung des russischen Volkes. Den Übergang zu der demokratischen Verfassung, die Anerkennung der weltweiten Vorstellung von den Menschenrechten betrachten und erleben wir als, vor allem als eine Einleistung von dem russischen Volk selbst. Im Westen interpretieren, wie wir das heute wissen, die meisten Politiker diese Wende als den Sieg des Westens und dementsprechend die Niederlage der Sowjetunion, die Niederlage Russlands im Kalten Krieg. Und machen daraus die Schlussfolgerung, dass man Russland als den besiegten Gegner behandeln darf oder gar behandeln muss.
dass man auf die Sicherheitsinteressen Russlands nicht aufzupassen braucht, dass man die NATO nach Osten erweitern kann bis zum geht nicht mehr, bis direkt an die russische Grenze, dass die mehrfachen Mahnungen und politische Aufrufe Russlands dazu, unsere nationalen Interessen zu berücksichtigen, ignoriert werden können. Und darauf muss Russland antworten. Darf ich ein bisschen träumen? Wenn Russland morgen die Krim zurückgeben würde, würde sich die angespannte Situation zwischen den beiden Ländern und natürlich Deutschland und Europa, würde sich das ändern? Träumen kann man alles, aber Russland wird die Krim nicht zurückgeben. Das ist ein Szenario, das außerhalb des Wahrscheinlichen liegt. Und wenn man das im Traum sich vorstellen könnte, wäre das nicht eine Voraussetzung dafür, dass die Situation sich grundsätzlich ändert. Denn die NATO-Osterweiterung und die Vernachlässigung der russischen Sicherheitsinteressen begann lange, bevor die Krim an Russland angeschlossen war. Es gibt keine Garantie, dass in diesem Traumfall das anderes wäre. Ändern muss sich die Denkweise. Ändern muss sich vor allem bei den Europäern, ich erlaube mir das zu sagen, die Vorstellung, dass die Sicherheit Europas auf Biegen oder Brechen mit der maßgebenden Präsenz der Vereinigten Staaten verbunden ist. Die Europäer müssen mehr Selbstständigkeit wagen, um anzuerkennen, dass Zwietracht zwischen Europa und Russland weder den Interessen der Europäer noch den Interessen der Russen, sondern absolut den Interessen der Vereinigten Staaten entspricht, denn diese Zwietracht berechtigt die Präsenz der Amerikaner, und zwar die vorherrschende Präsenz der Amerikaner in der europäischen Sicherheitspolitik. Solange es diese Zwietracht gibt, hat die NATO eine Existenzberechtigung. Wenn sie weg ist, wird die NATO sich etwas anderes ausfinden müssen, um weiterhin eine Existenzberechtigung zu haben. Ich danke Ihnen.